Landunter im Restaurant Venezia in Kiel. Wie ernährt ihr die Familie? Also es gab Tage, ich konnte zu Hause nicht mal Brot kaufen. Katastrophen in der Küche. Warum kommt da jetzt Alufolie drauf? Es klappt nichts. Das Fleisch schmeckt sehr fade. Das ist 6 minus. Eine Dame hat wirklich gesagt, man sollte hier den Koch auswechseln. Sonst würde hier nichts mehr passieren. Die Familie ist mit ihren Kräften am Ende. Kommt, Kinder, ich brauche euch jetzt. Sonst kann ich auch nicht mehr. Ist das Venezia noch zu retten? Frank Rosin kocht seit 30 Jahren und zählt längst zur gastronomischen Spitze des Landes. Er selbst hat 2 Sterne und 17 Gourmillo-Punkte. Damit ist Frank Rosin der beste TV-Koch Deutschlands. Heute ist der Sternekoch mit seinem Team in Kiel unterwegs, genauer im Stadtteil Kronshagen. Kiel. Genau. Mal sehen, was uns erwartet. Familienoberhaupt Kostas hat ein Video geschickt. Ich und meine Frau, wir sind keine Geländeköche oder Servicekraft, aber durch die Erfahrung, die wir mitgebracht haben, wir haben gedacht, das ist das Richtige. Oh. Die Situation momentan ist ein bisschen bedrückend für die komplette Familie natürlich. Die Probleme im Familienrestaurant belasten alle schwer. Ja, lieber Frank Rosin, ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du meiner Familie hilfst. Warte mal, keine Sorgen. Ich komm doch. Noch ahnt die Familie nicht, dass professionelle Hilfe naht. Hallöchen, Popöchen. Ist es dein lang? Ja, dann schon. Kronshagen ist ein Wohngebiet, 4 Kilometer von der Innenstadt Kiels entfernt. Montag, Ruhetag. Und was haben wir heute? Montag. Ups, da ist die Hilfe so nah und doch so fern. Schön. Schöner Laden eigentlich so. Oh ja, keiner da. Die haben mal gesagt, montags sind sie immer im Laden und putzen. Gut, dann müssen wir sie mal anrufen. Unter einem Vorwand lockt das Team die Familie in ihr Restaurant. Und, hast du sie erreicht? Ja, ich habe sie gesprochen. Aha. Die sind eine Viertelstunde hier. Ja, super. Sie kommen jetzt. Jeden Moment. Überraschung. Hallo. Hallo. Ich dachte, ich überrasche euch mal. Hallo. Hallo, wie geht's dir? Na? Noch nicht. Hi. Ja. Na, hallo. Was das? Grüß dich. Alles okay? Ja? Ich glaube, ich träume jetzt. Ja. Was schön, dass wir uns sehen. Ja. Hallo alle zusammen. Ja. Ich fühle mich glücklich. Wenn ich die Emotionen freilasse jetzt, fange ich an zu heulen. Das ist also der Wahnsinn. Man sieht ein Vorbild vor sich und es ist der Wahnsinn. Schön, wie Sie sich freuen, ne? Da kann die Arbeit doch beginnen. Das Wichtigste ist schon mal vorhanden. Sympathie auf beiden Seiten. Doch wie sieht es mit dem Rest aus? Das so. Ist unser Restaurant. Ja, ich habe von außen schon geguckt. Ja. Macht eigentlich so einen soliden, ordentlichen Eindruck. Das denken wir auch. Auf den ersten Blick ein schicker Gastraum. Doch etwas fällt sofort auf. Griechischer Flair ist hier Fehlanzeige. Was ist das größte Problem? Also die Gäste, die wir haben, es reicht nicht, um zu überleben. Wie viele Gäste habt ihr am Tag? Es gibt Tage, wir haben nur 2 Gäste. Mit 2 Gästen lässt sich ein Restaurant nicht finanzieren. Wie ernährt ihr die Familie? Zum Glück, dass unsere große Tochter ihren festen Job hat. Sie wohnt jetzt bei uns. Ja. Und aber hast du gerade gesagt, eure große Tochter? Mhm. Ja, sie unterstützt uns finanziell. Sie wohnt jetzt bei uns seit 7 Monaten. Ja. Wie das heißt, ihr betreibt ein Lokal und eure große Tochter geht woanders arbeiten? Und mit dem Geld, was sie verdient, unterstützt sie euch. Ja. Richtig, für das Private. Die Tochter bezahlt den Traum der Eltern.
Und was ist das für ein Gefühl, dass die Kinder dich jetzt privat, euch privat unterstützen müssen? Einfach auf Deutsch, beschissen. Das ist kein gutes Gefühl. Also es gab Tage, ich konnte zu Hause nicht mal Brot kaufen. Nein, wirklich? Bis letzte Cent musste ich bei der Bank gehen. Letzte Cent. Naja, dann ist es ja höchste Zeit, euch zu helfen, ne? Ja, das möchten wir auch gerne. Gut, dann zeig mir mal den Laden, ja? Eins ist nach den ersten Minuten schon klar. Die Existenz der ganzen Familie steht auf dem Spiel. Oh, wer ist er denn hier? Hm? Bei dem habe ich geheiratet. Auf der Stromburg, ja. Der Johann ist der Beste. Aber? Ja, ja, nach mir. So, das ist der Gesellschaftsraum. Genau. Mhm. So bis zu 30 Personen passen hier rein. Ja, aber auch fürs Restaurant, ne? Ganz normal à la carte, ne? Richtig. Mhm. Also vom ersten Blick so, ist das eigentlich ganz nett. Mensch, Kinder, sagt mir doch mal, also ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass ihr wirklich nicht wisst, warum es hier nicht läuft. Das fing an mit der Name. Die Leute waren irritiert. Am Anfang dachten, das ist ein Italiener. Die wollten gerne Pizza essen, ne? Gut. Also sie dachten, hier ist ein italienisches Richtig. Restaurant. Genau. Gab es keine Pizza, manche haben Karte zugeklappt und weg waren. Genau. So. Zweitens, hier war sehr viel Wechsel. Ja, gut, aber diese Geschichten kenne ich. Also man kann seine Probleme und nicht auf andere adaptieren. Ja. Das geht nicht. Was seid ihr eigentlich? Wir sind Griechen, aber wir bieten mediterrane Küche. Und ich glaube, könnte eine Irritation bei den Leuten sein, dass die Leute irritiert sind. Ja, genau. Weil, lieber Kostas, was bedeutet eigentlich mediterrane Küche? Mediterrane Küche bedeutet komplette Mittelmeer. Also ich sag mal, das beginnt für mich die Ostküste Spaniens, ja. Südfrankreich, ja. Bis nach Israel. Bis nach Zypern, Israel und dann nehmen wir noch Ägypten und auch die nordafrikanischen so. Länder. So, was ist das denn für eine Orientierung? Und dann steht auch noch Venezia dran. Richtig. Komm, gehen wir weiter. Ein kulinarisches Gemetzel. Da schwirrt auch einem Sternekoch der Kopf. Kostas, mach du schon mal Vorbereitungen in der Küche für gleich, ja? Und ja, ich spreche mal ganz kurz mit deiner Frau alleine. Ich gehe schnell umziehen. Genau. Schwierige Situation, ne? Ja. Ich kann überhaupt nicht abschalten. Nicht mal 10 Minuten. Ich hab... Nur Zahlen im Kopf. Ist das denn das Einzige, was ihr könnt, als selbstständigen Unternehmer in einem Restaurant zu arbeiten? Ist das die einzige Alternative in eurem Leben? Das ist mein Traum. Wenn der Laden voll ist, wenn die Gäste zufrieden sind und glücklich sind, das ist für mich ein Geschenk. Zahlt ihr aber einen hohen Preis, ne? Ich weiß. Komm, wir gucken mal weiter.